Herzlich willkommen bei Eschas Tarot. Ich möchte wieder eine Wochenlegung machen. Wir sind beim Sternzeichen Skorpion und Kalenderwoche 44 beginnt am 31. Oktober und endet am 6. November. Oh, erstmal die Liebenden als erste Karte. Das sieht fantastisch aus, lieber Skorpion. Und der Ritter der Münzen, lieber Skorpion, das sieht wie eine fantastische Woche aus. Also mit den Liebenden natürlich großes Liebesglück. Ich glaube auch, dass da Leidenschaft viel mit reinspielt. Und mit dem Ritter der Münzen, das ist so eine Atmosphäre, also dass dieses Liebesglück auch wirklich fruchtbar sein könnte. Liebe Damen mit einem Kinderwunsch, das wäre eure Woche. Da ist sehr viel Fruchtbarkeit und sehr viel Liebe und sehr viel Zärtlichkeit und Leidenschaft drin. Das könnte klappen. Und ja, für alle anderen könnte das natürlich auch eine leidenschaftliche Woche sein. Also gerade wenn ihr gerade frisch verliebt seid, dann hat das ganze Potenzial in dieser Woche, dass ihr da mehr liebevolle Schwingungen und sowas alles. Aber auch für die langjährigen Paare sehe ich hier eine ganz fruchtbare Stimmung in Sachen Liebe und Leidenschaft. Ja, das könnte tatsächlich gut klappen. Gleichzeitig ist es aber auch eine gute Woche, um an der Liebe zu arbeiten. Also egal, was für Aufgaben ihr da habt, in dieser Woche wäre das extrem günstig, lieber Skorpion. Ja, das war die Legung für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.